Hallo, spreche ich mit Gustav? Ja. Hallo, spreche ich mit Gustav Lausebengel? Ja. Hallo. Hallo, guten Tag, Lehrer, mein Name ist Greenline. Ich bin die Vorgesetzte. Guten Tag, Lea Nochmal hier, Greenline. Jetzt bin ich hier im Onlinehandelskonto. Haben Sie denn das Ladekram Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir tatsächlich mal die Chefin vom Callcenter dran. Hier in diesem Video zu hören, haben wir wieder so ein Callcenter so richtig schön an die Spitze getrieben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen neuen Telefonaten. Hallo, spreche ich mit Gustav? Ja. Sie haben sich bei uns eingetragen bezüglich eines Online-Investments. Ja, können Sie mich da noch mal in 5 Minuten anrufen? Passt es Ihnen jetzt nicht? Nee. Alles gleich. Ja, bis gleich. Ja, und die nette Dame hat sich das natürlich nicht nehmen lassen und sich dann wirklich nochmal gemeldet. Diesen Teil hört ihr jetzt. Hallo, spreche ich mit Gustav Lausebengel? Ja. Ich sollte Sie in 5 Minuten wieder anrufen. Ja. Sie, mit Ihnen habe ich doch heute schon mal telefoniert. Aber unter einem anderen Namen, kann das nicht sein? Nee. Sind Sie sich da sicher? Ich habe heute noch gar nicht telefoniert. Außer mit Ihnen vorhin. Ah, sehen Sie? Wie Na? war denn der, der mich so beleidigt hat? Nee. Sie haben ja gerade gesagt, außer mit Ihnen vorhin. Na, gerade eben vor 5 Minuten. Das gebe ich mir nicht nochmal. Schönen Tag noch. Was denn? Also ja, wir haben sicherlich schon mal mit der Firma telefoniert. Allerdings kann ich mich an dieses Gespräch, was sie hier gerade, tja, so betont hat, dass ich sie angeblich irgendwo beleidigt hätte, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Und vorher habe ich auch tatsächlich kein Gespräch geführt, da man ja hier am Anfang auch gehört hat, ich hatte gerade keine Zeit und habe deswegen gesagt, sie sollen in 5 Minuten nochmal anrufen. Hat sie dann ja auch getan. Und vorher habe ich definitiv nicht mit ihr gesprochen. Wenn sie eben der Meinung ist, dass ich mit ihr vorher gesprochen habe, kann ja sein. Aber naja, sie hat das Gespräch hier auch unfreundlich dann einfach beendet. Umso besser. Tja, es handelte sich hierbei natürlich wie immer um einen betrügerischen Callcenter-Anruf von Callcentern, die von euch 250 Euro ergaunern möchten, vielleicht ein bisschen mit Anydesk auf eurem PC rumsurfen und eure Daten klauen. Tja, aber die hatte hier auf jeden Fall keinen Bock. Was mich dann allerdings gewundert hat, jetzt hat nochmal die angebliche Chefin des Callcenters angerufen und das hört ihr jetzt. Hallo? Hallo, guten Tag, Lea, mein Name ist Greenline. Ich bin die Vorgesetzte von der Sarah. Sie haben vorher einfach aufgelegt. Nee. Was ist denn das ein bisschen, also bitte für ein Benehmen, wenn ich fragen darf? Ich habe mich aufgelegt. Tja, da habe ich ja gleich wieder meinen Senf dazu zu geben. Was ist denn das bitteschön für ein Benehmen, dass das Callcenter sich nochmal meldet? Also erstens habe ich ja gar nicht aufgelegt, sondern die Mitarbeiterin. Und zweitens, tja, habe ich ja gar nicht aufgelegt, sondern die Mitarbeiterin. Und die war ja dadurch unfreundlich. Tja, und jetzt ruft mich die angebliche Vorgesetzte an und fragt mich nach meinem Benehmen? Also da frage ich mich ernsthaft, in welchem Unternehmen wir hier gelandet sind, dass man da als Kunde nochmal ja, rangepfiffen wird, wenn irgendwas unklar ist. Und ja, eigentlich geht dieses Gespräch ja hier darum, dass man mich jetzt hier anscheißen möchte. Aber wie ihr mich kennt, ich lenke das Ganze ganz schnell in eine andere Richtung. Sie haben nicht aufgelegt. Nein. Okay. Also, Sie haben sich bei uns eingetragen bezüglich dem Handel mit diversen Finanzprodukten. Was hat denn Ihr Interesse daran geweckt, wenn ich fragen darf? Ich wollte da Geld verdienen. Verstehe, da würde ich Sie gerne unterstützen dabei. Haben Sie denn kurz die Gelegenheit, ins Internet zu gelangen? Hab ich mache ja geht ja. Wie bitte, Entschuldigung? Geht ja. Perfekt, so. Ja, wie würden Sie denn Ihr Guthaben gerne aufladen? Mit Kreditkarte oder Online-Banking? Was wäre Ihnen denn lieber? Was ist denn da besser? Wo bekommen denn da mehr Provisionen? Naja, also wir befinden uns auf dem Finanzmarkt. Dementsprechend sind Risiken auch vorhanden. Das müsste Ihnen eigentlich auch bewusst sein. Dementsprechend kann ich Ihnen keine Versprechungen abgeben. Ich bin schlussendlich keine Hellseherin. Ich kann nicht in die Zukunft gucken und sagen, ja, das wird passieren. Somit werden Sie hier Millionär. Mit 250 Euro wird das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Genau. Haben Sie denn schon Erfahrung? Nee. Verstehe.
Ja, also was wäre Ihnen denn lieber? Online-Banking oder Kreditkarte? Sie können das ja unverbindlich ausprobieren. Na, dann nehme ich da so Kreditkarte. Kreditkarte, okay, perfekt. Dann würde ich Ihnen direkt eine E-Mail zukommen lassen. Bleiben Sie ganz kurz dran. So, also, Ihre E-Mail lautet gustav.lausebengel@googlemail.com, richtig? Ja. Genau, haben Sie denn eine E-Mail von mir erhalten, also von der Sarah? Ich gucke mal, Moment. Muss ich mich erstmal einloggen? Okay, keine Hektik, ich nehme mir gerne die Zeit. So, bin ich erstmal drin, so, dann mal gucken, was hier alles Neues gekommen ist. Wie bitte, Entschuldigung, könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich sage, ich bin jetzt drin, jetzt muss ich mal gucken, was da so alles Neues gekommen ist. Genau, also, da Sie meine E-Mail-Adresse ja noch nicht kennen, kann das natürlich auch vorkommen, dass es in das Spam aufzufinden ist. Ach so. Tja, und ihr kennt mich ja, ich bin hier der Erklärbär. Nein, das hat damit nichts zu tun, wenn eine E-Mail-Adresse im Spam-Ordner kommt, dass man die noch nicht kennt. Wenn eine E-Mail-Adresse in einem Spam-Ordner bei euch landet, dann wurde die entweder durch euch manuell irgendwann mal als Spam gekennzeichnet oder aber durch Google auf eine Blacklist gesetzt. Beziehungsweise da gibt's auch andere Unternehmen, die alle in die gleiche Blacklist eintragen können. Und diese E-Mail-Adressen landen wiederum dann bei jedem E-Mail-Postfach von jedem Anbieter, wenn das miteinander verknüpft ist, immer im Spam. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, das ist hier ja Werbung und es haben genug Leute angeklickt, dass das Werbung ist und dass das unerwünscht ist, dann landet das automatisch im Spam. Das bedeutet, sowas passiert in der Regel nur mit kriminellen Machenschaften, kann aber auch natürlich mal mit normalen, echten Unternehmen passieren, wenn viele Leute irgendwann innerhalb von einem bestimmten Zeitraum ja eben angeklickt haben, dass die E-Mail-Adresse nicht sauber ist. Das kann aus Versehen passiert sein, aber grundsätzlich landet so eine E-Mail im Spam und nicht, weil man sie noch nicht gekannt hat. Denn alles, was man nicht kennt und was erstmal ja einfach nur eine E-Mail ist, kommt sauber in eurem Posteingang an. Natürlich gibt es auch verschiedene Mechanismen, die das erkennen können, was Spam ist und was nicht, anhand bestimmter Suchbegriffe in den E-Mails drin und dadurch wird dann automatisch daraus Spam wieder gemacht. Das kommt aber dann auch wieder auf euer Postfach drauf an. Vom Prinzip her landet erstmal keine E-Mail, einfach so in irgendeinem Spam-Ordner. Und bei mir sowieso schon nicht, da dieses Postfach, das ich hierfür eingerichtet habe, hat gar keinen Spam-Ordner. Es besitzt zwar einen, der wird aber allerdings nicht bedient. Kann man auch so einstellen. Das heißt, jede E-Mail, die ich bekomme, die kommt auch definitiv im Posteingang an. Kann man so einstellen, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auskennt. Allerdings bekommt man dann wirklich wahnsinnig viele E-Mails. Guck ich da mal, aber ich habe da noch gar keine E-Mail bekommen. So, vorab, also wir bräuchten so oder so noch einen kleinen Kundenfragebogen zu machen. Der wird zugestellt von der Finanzaufsichtsbehörde aus folgendem Grund, Geldwäsche. Wenn Sie zum Beispiel angeben würden, Sie wären arbeitslos und am nächsten Tag zahlen Sie 100.000 Euro ein, da würden wir uns natürlich wundern, woher diese Gelder stammen. Nur aus diesem Grund besteht dieser Kundenfragebogen. Wichtig für Sie, hat keinen zukünftigen Einfluss auf Ihr Handeln. So, dann würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen. Wie jung sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Also die nette olle Tante sagt mir ja hier was wegen dem Geldwäschegesetz. Und die erste Frage, die in ihrem tollen Fragebogen vorkommt, ist dann mein Alter? Ich glaube, das Alter hat ja nun mit der Geldwäsche wirklich gar nichts zu tun. Es ist grundsätzlich richtig, dass man solche Daten bei der Bank angeben muss und es ist auch richtig, dass man die bei irgendwelchen Trading-Plattformen angeben muss. Aber es ist komisch, dass man das am Telefon abgefragt wird. Denn normalerweise trägt man das auf der Webseite direkt selbst ein. Das kann man sogar hier bei den Betrügern. In der Regel, wenn sie eine Webseite bedienen. Nicht immer haben die Betrüger eine Webseite. In diesem Fall schon. Und dann kann ich es auch selbstständig auf der Webseite eintragen. Gut, man könnte das Ganze hier als Service wieder verkaufen, dass die Mitarbeiter ja ganz besonders nett und höflich zu einem sind und dann, naja, beim Eintragen helfen. Aber im Grunde genommen passiert hier nichts anderes, als dass man sich beim Betrug, tja, beim Bescheißen helfen lässt. Mehr ist es eigentlich nicht, was hier am Telefon abgeht. Ich bin 29. 29, perfekt. So, dann, bei welcher Bank sind Sie denn?
Da bin ich bei der Volkskasse. Volkskasse, okay. Wenn ich mich richtig entsinne, haben Sie eine Kreditkarte. Hm. Ist das eine Master- oder eine Visa-Karte? Muss ich mal gucken. Mhm. Muss ich erstmal mein Geldbeutel suchen. Hier an der Stelle haben wir mal wieder ein bisschen was drin gelassen, dass man sich auch mal vorstellen kann, was da eigentlich so am Telefon abgeht und wie laut es im Hintergrund ist. Also auf jeden Fall sitzt die nette Tante nicht alleine. Und was ich eigentlich auch noch loswerden wollte, wie eine Chefin hört die sich hier definitiv nicht an. Sie hat sich ja als Vorgesetzte von der vorherigen Mitarbeiterin, ja, ausgegeben und versucht jetzt hier den Betrug in irgendeiner Art und Weise rund zu machen. Aber naja, wie eine Chefin wirkt sie hier definitiv nicht. Denn im Grunde genommen erzählt sich ja auch wieder nur Blabla und das Ganze gilt eigentlich nur dem einzigen Zweck, hier Geld einzuzahlen. Aber irgendwie Sinn und Verstand steckt hier nicht dahinter. Und im Hintergrund, naja, man hört hier die Leute wieder. Einfach nur traurig. Ich meine, wenigstens hört man hier das Klingelglöckchen nicht permanent. Das haben wir ja auch schon öfters gehabt, dass permanent irgendwo eine Glocke im Hintergrund läutet. Das wird wohl denn ein Callcenter sein, was ja mehr Umsatz macht. Die hier hoffentlich nicht. Wissen tun wir das aber natürlich auch nicht, denn es gibt sicherlich auch Callcenter, die kein Klingelglöckchen besitzen. So, ich glaube, das ist so eine Visa-Karte, da steht Visa drauf. Okay, das steht drauf, perfekt. Ich habe gerade nachgeguckt, die Bank gibt es gar nicht. Also es wäre schon von Vorteil, wenn Sie ehrlich mit mir wären. Bin ich doch. Naja, Volkskasse gibt's als Bank nicht. Ach so. Also wenn, dann Volksbank. Ja, genau. Okay. Dann, also eine Visa-Karte haben Sie, wenn ich mich richtig entsinne. So. Dann, Ihr jährliches Einkommen. Wie sieht's denn da aus? Prima Daumen. So in etwa. Wie viel verdienen Sie jährlich? Also so, nur so ungefähr. Also so ganz 100% habe ich's nicht im Kopf, weil das immer ein kleines bisschen unterschiedlich ist. Aber so ungefähr bin ich so bei 59.000. 59.000, okay, dann würde ich das direkt so vermengen. Mhm. So viel Geld habe ich nicht. Erwerbstätig. Was? Hallo? Wo sind Sie erwerbstätig, wenn ich fragen darf? Wie meinen Sie das? Naja, was Sie als Beruf erübt haben. Also Sie meinen, was ich jetzt als Beruf mache? Genau. Ja, jetzt aktuell bin ich da in der Industrie. In der Industrie. In welchem Bereich genau? Fischstäbchen. Fischstäbchen. Okay. So, ledig oder verheiratet? Wie sieht's da aus? Nee. Da sieht's ganz düster aus. Okay, verstehe. So, dann Erfahrung, wenn ich mich recht entsinne, haben Sie ja keinen in diesem Gebiet. Also Sie haben auch keine diversen Anlagen, wie zum Beispiel Aktien oder haben Sie Kryptowährungen erwirtschaftet oder haben Sie Immobilien? Nee. Okay. Dann Ihre Englischkenntnis von 1 bis 10. Wie würden Sie sich denn da einschätzen? Minus 10.000. Okay, verstehe. Dann wird das so vermerkt. Ganz kleinen Augenblick. Mhm. Also ich frage mich jetzt immer noch, wo die Fragen kommen sollten mit dem Geldwäschegesetz. Also sie sagte doch, sie stellt mir jetzt ein paar Fragen aufgrund des Geldwäschegesetzes. Aber im Grunde genommen lotet sie hier nur aus, wie viel Geld zu holen ist. Wie viel Geld ich so im Jahr über habe, wie viel, ja, ob ich irgendwo Vermögen habe. So nach dem Motto, ob man irgendwo ein bisschen was rausholen kann. Da die hier wieder zu sein, oder sie denkt ja hier wahrscheinlich, so wie es sich anhört, ich meine, so wie sie sich auch darüber gefreut hat, dass ich nicht verheiratet bin,
Da ist sie ja, da freut die sich ja richtig drüber. Die denkt wahrscheinlich, ich bin so richtig rotzenblöd und hab vielleicht hier irgendwo noch ein paar fette Immobilien und richtig dicke Gewinne im Jahr und die könnte ich ja dann in diese tolle Firma da stecken. Ich weiß es nicht, was die sich da vorstellt. Auf jeden Fall hat es nichts mit einem Geldwäschegesetz zu tun, was sie hier abfragt. Also nicht mal im entferntesten Sinne. Gar nicht. Das ist einfach nur Blödsinn, was hier gerade passiert schon wieder. Einfach nur Zeit verplempern. So, dann, da wir ja reguliert und lizenziert sind von einer Finanzaufsichtsbehörde, haben wir auch die gleichen Richtlinien wie eine übliche Bank. Dementsprechend bräuchten wir noch zwei Dokumente ihrerseits. Einerseits Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, je nachdem, was Sie gerade griffbereit haben. Mhm. Und dann einen Wohnsitznachweis. Damit ist eine Rechnung gemeint, die Sie monatlich kriegen oder ein Schreiben. Ja, und das Ganze nicht älter als 3 Monate, bla bla. Das kennt man ja von seriösen Plattformen zum Teil auch. Das Problem ist, dass das hier bei solchen Unternehmen gerne mal zum Datendiebstahl missbraucht und weiter benutzt wird. Von daher, wenn man irgendwo, warum auch immer, mal eine Kopie von irgendwas verschicken soll, dann schreibt da ganz fett drauf Kopie. Über das ganze Blatt, über den gesamten Text quer rüber und schreibt auch, wofür die Kopie ist und das aktuelle Datum von heute. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, bei Google zum Beispiel, ne, also bei Google ist es tatsächlich auch so, wenn man sich bei Google als Partner registriert, wollen die von einem einen Personalausweis haben und irgendeine Rechnung. Da macht man letztendlich einfach, kann man ja am Computer, wenn man es schon auf dem Computer hat, einfach quer mit irgendeinem Malprogramm Kopie draufschreiben, das aktuelle Datum von heute und dann den Verwendungszweck. Kann man auch direkt quer drüber schreiben, ausschließlich zur Verwendung, in diesem Fall hier, für Greenline Pro. So, das würde bedeuten, die haben zwar eure Originaldaten, können aber damit nichts anfangen. Weil letztendlich steht ja drauf, wofür die Daten sind. Und wenn ihr es quer über das gesamte Blatt drüber schreibt, wird es ziemlich schwierig, das Ganze wegzuretuschieren. Aber auch da bestehen Möglichkeiten. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Rechnung ist, die kann man ja wieder herstellen. Bei einem Personalausweis wird das Ganze ziemlich schwierig, wenn ihr sowas direkt über euer Gesicht einfach drüber schreibt. Ne? Das ist tatsächlich auch so erlaubt oder gewollt, denn grundsätzlich ist es sogar verboten, den Personalausweis einfach so auf den Kopierer zu legen und ihn abzuscannen und auszudrucken. Das ist strafbar in Deutschland. In Deutschland dürfen keine offiziellen Dokumente vervielfältigt werden. Nur, wenn man das eben als Kopie bemerkbar macht und das drüber schreibt. Genau das Gleiche gilt für alle amtlichen Dokumente, die man so hat, unter anderem auch Bargeld. Also ist es in Deutschland tatsächlich strafrechtlich verboten, Geld zu kopieren. Ne? Auch wenn es nur zu Spielzwecken ist, was weiß ich, wenn man bei Monopoly mal wieder was auffüllen will, dann könnt ihr da trotzdem keinen 5-Euro-Schein nehmen und dürft den auf keinen Fall einfach so kopieren. Da muss dann ganz fett draufstehen Spielgeld oder eben Kopie. Das darf man nicht einfach so vervielfältigen in Deutschland. Im Übrigen gilt das mit dieser Personalausweiskopie und auch Kopie von eurer Krankenkassenkarte oder sowas, wenn ihr mal einen Arbeitgeber wechselt. Der Arbeitgeber verlangt oftmals eine Kopie vom Personalausweis. Die kann er bekommen, aber nur mit der dicken, fetten Querdrüberschrift, dass es eben eine Kopie ist, für diesen Arbeitgeber und wann sie erstellt wurde. Damit eventuell irgendwelche bösen Leute, es muss nicht mal der Arbeitgeber sein. Das kann ja auch seine Datenbank mal gehackt werden oder irgendein netter Mitarbeiter, irgendein Geldbraten riechen. Und nimmt sich die Daten einfach. Und aus dem Grund, dass man sich da schützen muss und ja, dass es sogar eigentlich verboten ist, solche Kopien zu machen, muss man halt eben Kopie draufschreiben. Dass man eben ganz klar weiß, wofür das eben, ja, wofür der Einsatzzweck dieser Kopie ist. Zum Beispiel Strom, Wasser, Internet, Telefon, sonst dergleichen. Da wir ein europäisches Unternehmen sind, muss ihr Wohnsitz natürlich auch im europäischen Raum auffindbar sein. Ach so, aber wenn ich da gar keine Rechnung kriege? Auch nicht per E-Mail oder sonst dergleichen. Nee. Ein Kontoauszug, den Sie sich ausdrucken könnten. Nee, das bezahle ich ja alles nicht selber. Das bezahlen Sie nicht selber. Mhm. Irgendwas von der Krankenkasse vielleicht, was in Ihrem Namen ist. Ja, das kann sein. Das ist eine gute Idee. Perfekt, genau. Suchen Sie das mal auf. Ach so, aber ich habe da jetzt nichts schriftlich. Also müsste ich mal gucken. Ich habe höchstens den Vertrag, aber ich krieg da keine Rechnung oder so.
Welchen Vertrag, wenn ich fragen darf? Na, von der Krankenkasse, wo ich das abgeschlossen habe irgendwann. Von der Krankenkasse. Okay, ganz kleinen Augenblick. Okay, also, genau, das Dokument muss aus dem letzten halben Jahr stammen, also so offiziell wie möglich, das ist natürlich wesentlich, ja? Ach so, aber der Vertrag ist schon viel älter. Okay, schwierig. Hätten Sie irgendwas von der Versicherung oder Telefonrechnung, sonst dergleichen, etwas von der Bank? Nee, das, den Anschluss, der gehört meiner Mutti. Ihrer Mutter? Okay, suchen Sie am besten irgendwas von der Krankenkasse. Da muss doch irgendwas noch sein. Nö, da kriege ich das nicht. Da kriege ich keine Rechnung so geschickt. Okay, wenn Sie Ihre Mutter mal ganz kurz fragen würden. Nee, die ist ja gerade nicht da. Verstehe, okay. Naja, also den Personalausweis könnten Sie mir ja schon mal zukommen lassen in der Zwischenzeit. Oder haben Sie da einen Reisepass oder Führerschein zur Hand? Den Personalausweis, den kann ich machen, ja. Perfekt. Vorder- und Rückseite bitte. Mir einmal per E-Mail zukommen lassen. Ganz kleinen Augenblick. Ich schicke Ihnen nochmal eine E-Mail zu. Mit viel Glück kommt sie dann auch an. Mit ganz viel Glück kommt die E-Mail an, ganz genau. Also ich glaube, tja, die glaubt auch noch an Weihnachtsmann. Einfach nur traurig. Vor allem, wenn man sich wirklich legitimieren soll bei irgendeiner Firma, dann muss man sich auch legitimieren. Und nicht nur so, naja, wenn es nicht da ist, dann nehmen wir es halt nicht. Daran sieht man ganz einfach, was hier direkt hintersteckt. Eigentlich wollten sie die Daten haben für Datendiebstahl, haben sie nicht bekommen. Und deswegen nehmen sie die Daten jetzt halt eben nicht. Aber naja, Hauptsache der Kunde zahlt ein und die können sich dann auch aus dem Staub machen. Genau so sieht's aus. Sind Sie denn jetzt am Computer oder über Ihr Handy zugange? Nee, ich bin gerade nicht am Computer. Soll ich da hingehen? Ganz sicher, dass Ihre E-Mail gustav.lausebengel@googlemail.com lautet? Ja. Zu 100%? Ja. Naja, also meine E-Mail geht nicht durch, da nee. Die E-Mail nicht existiert. Ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse angeben würde, ja. Könnten Sie mir eine E-Mail zukommen lassen, richtig? Das kann ich machen, ja. Perfekt. Einmal an die Sarah. Moment, da muss ich doch erst wieder an den Computer. Moment. Das muss ich erstmal an den Computer gehen. Gehe ich mal an den Computer jetzt. Perfekt. So, dann schreiben Sie sich mal bitte Sarah auf. S wie Siegfried, A wie Anton, R wie Rebecca, A wie Anton nochmal und ein H wie Heinz. Moment. So. Also Sarah. Punkt W wie Walter. Ja. @greenlinepro.net. So. Dann können Sie direkt den Personalausweis einmal anhängen, Vorder- und Rückseite. Achso, da muss ich ja erstmal denn ein Foto von dem Personalausweis haben. Genau, das wäre von Vorteil. So, das muss ich dann erst machen. Okay, ich bleib so lange in der Leitung. Geben Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, ja? Ja, ich muss erst mal überlegen, wie ich das auf dem Computer kriege. Sie können das ja auch über Ihr Handy verfassen. Gar kein Problem. Ja, aber da weiß ich nicht, wie ich das auf dem Computer senden kann. Bräuchten Sie ja gar nicht. Haben Sie keinen Zugriff auf Ihre E-Mails über Ihr Handy? Nö, das habe ich nicht hingekriegt. Okay, ich verstehe. Vielleicht etwas zum Einscannen? Nee. Ach, Sie meinen so einen Drucker mit so einem Scan-Ding? Nee, das hab ich nicht. Okay, haben Sie Facebook? Facebook? Ja. Nee.
da bin ich nicht angemeldet. Sonst jegliche sozialen Medien? Bei Telegram bin ich. Kleiner Augenblick? Okay. Naja, schwierig. Können Sie vielleicht Ihr Handy mit Ihrem Computer verbinden? Wäre das eine Möglichkeit? Muss ich zum Kabel mal gucken. Genau, probieren Sie es mal. Ja, ich guck mal nach dem Kabel. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Kabel gefunden. Perfekt. Muss ich mal probieren gucken. Sie das mal. Ich guck mal, ob es passt. Nee, das ist so ein großes, so ein großer kleiner Stecker, der passt nicht. Also das muss doch ein USB-Sticker dran sein. Ja, da habe ich den falschen gerade gesucht. Muss ich mal gucken, weil da gibt es ja so große und kleine Stecker und da habe ich so einen großen von dem kleinen Stecker. Okay, falsch. Gucken Sie nochmal nach. Muss ich nochmal in der Kiste gucken. Ich glaube, der passt. Da habe ich was jetzt gefunden. Es ist ein kleinerer. Dann gehe ich mal beim Telefon gucken, ob der da reinpasst. Hallo, Sebringer? Ja. Ich rufe Sie in 10 Minuten nochmal an. Ist das in Ordnung? Okay. In der Zwischenzeit können Sie das schon mal nachgucken. Okay, super. Ich danke Ihnen. Bis gleich. Ja. Ja, und dann hat sie uns erstmal verlassen. Ich dachte zunächst, dass die nette Tante wohl nicht mehr anrufen wird. Aber sie hat uns eines Besseren belehrt und das Telefon hat tatsächlich nochmal geklingelt. Und den Teil, den bekommt ihr jetzt. Guten Tag, Lea nochmal hier, bin Greenline. Bezüglich Ihrem Online-Handelskonto, haben Sie denn das Ladekabel schon gerade auffinden können? Das Kabel habe ich gefunden, ja. Perfekt. Konnten Sie denn Ihr Personalausweis schon auf Ihrem Computer hochladen? Nee, ich weiß nicht, wie das geht. Verbinden Sie einfach Ihr Handy mit dem Computer und somit können Sie dann die Bilder auch runterladen. Aber wie geht das? Wo muss ich denn da gucken? Genau, verbinden Sie sich mal mit dem Computer. Ja. Der Computer ist ja an, richtig? Der ist jetzt an, ja. Perfekt. Und dann erläutern Sie mal bitte, was Sie vor sich sehen, sobald Sie das Handy mit dem Computer verbunden haben. Na, wenn ich das reinstecke, passiert nichts. Mit dem Handy, haben Sie das verbunden? Ja. Okay, können Sie Bilder über WhatsApp verfassen? Na, WhatsApp habe ich doch nicht. Sie haben kein WhatsApp? Nee, ich habe hier das... 29. Ich habe Telegram. Nein, Telegram bringt uns nicht viel. Können Sie das kurz runterladen? Was denn? WhatsApp. Ach so. Ich habe das mal gehabt, aber das hatte ich dann irgendwann nicht mehr, weil alle gesagt haben, das ist nicht gut. Und so ist es tatsächlich sogar. Die Nutzungszahlen von WhatsApp gehen dramatisch nach unten. Mittlerweile nutzt, also zum Beispiel die Amerikaner, die nutzen fast überhaupt gar kein WhatsApp. Also überhaupt nicht. Die nutzen tatsächlich alle noch die herkömmliche SMS. Denn wer ein iPhone besitzt, kennt ja zum Beispiel auch iMessage. Sowas gibt es mittlerweile auch unter Android-Kreisen, dass man sich trotzdem auch Bilder kostenlos zuschicken kann. Bei iMessage geht das Ganze übers Internet und nicht über den Telefonanbieter. Das heißt, man gaukelt nur eine SMS vor, es ist aber keine. Und daher, dass es ein direktes Programm von eurem Handy in dem Fall ist, wie eben bei iMessage zum Beispiel, da kann ich es jetzt am besten eben auch erklären. Man sieht ja da die Unterschiede, wenn es eine SMS ist und es kostet euch Geld und ihr schreibt an jemanden mit eurem iPhone eine Nachricht, der ein Android-Handy hat. Ist diese Nachricht grün? Schreibt ihr die Nachricht an jemanden, der auch ein iPhone besitzt? Ist die Nachricht blau? Eine grüne Nachricht kostet eventuell Geld.
Sofern der Anbieter, also euer Telefonanbieter, dafür Geld haben möchte für die SMS oder sogar MMS. Und MMS kosten tatsächlich immer noch 59 Cent oder 56 Cent, ist ja auch egal. Aber die blauen Nachrichten sind kostenlos. Das heißt, man hat direkt über iMessage miteinander kommuniziert und nicht über SMS. Und so machen es die Amerikaner zum Beispiel. Wie das jetzt bei Android funktioniert, weiß ich nicht, habe ich nicht. Aber um eben einfach zu erklären, viele haben gar kein WhatsApp mehr und nutzen andere Sachen, wie zum Beispiel Signal oder eben tatsächlich Telegram oder was es da sonst noch alles gibt, Snapchat und so weiter. Facebook-Chat, wobei das ist dann wieder WhatsApp. Aber letztendlich ist die WhatsApp-Nutzung tatsächlich dramatisch zurückgegangen. Und ich denke mal, das ist auch nicht verkehrt. Ja, okay, das war mir auf jeden Fall neu. Lassen wir das am besten mal runter und dann können wir die Personalien auch hochladen. Guck ich mal. Da muss ich jetzt hier in dem App Store gucken, ja? Genau. So, da habe ich WhatsApp gefunden. Wie bitte? Habe ich gefunden. Jetzt muss ich das noch installieren. Perfekt. Geben Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, dann kommen wir direkt zum nächsten Schritt. Nee, da steht, dass mein Handy damit nicht mehr kompatibel ist. Ich glaube, das Ganze ist nicht für Sie. Ich meine, Sie sind 29 und wissen nicht, wie man E-Mail verfasst. Das passt irgendwie nicht, ja. Also demnach wünsche ich Ihnen alles Gute und einen schönen Tag Ihnen noch, ja? Also wollen Sie mich jetzt nicht weiter betrügen? Herr Lausebengel, das ist gerade Rufmord, was Sie betätigen. Dem sind Sie sich bewusst, richtig? Und Sie sind sich bewusst, dass es den Herr Lausebengel gar nicht gibt und dass ich nur Ihre Zeit verplemper und ich schon über eine Stunde Zeit heute bei euch im Callcenter verbracht habe? Naja, also wenn Sie nichts Besseres zu tun haben. Ich meine, heute ist auch nicht viel los, dementsprechend plaudere ich gerne rum mit Ihnen. So, klar. Ach so, ja, dann können wir ja noch ein bisschen plaudern. Wie viele Leute habt ihr denn heute schon so besessen? Wie kommen Sie da drauf? Ich meine, ich kann ja nichts dafür, wenn Sie irgendwie sich unter einem schwarzen Schaf eintragen, nicht sicherstellen, dass deine Regulierung und Lizenzierung auch vor sich liegt. Dafür kann ich nicht. Ja, ja, bei wem liegt denn die vor? Sie denken, dass Sie tagtäglich zu Hause hocken können und Callcenter irgendwie belästigen oder sonst dergleichen. Ja. Dementsprechend wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute auf Ihrem Weg. Wenn Sie irgendwie so denken, weiterzukommen. Bei wem also, sind Sie denn reguliert? Naja, was interessiert Sie das denn? Ich meine, sehen Sie, Sie sind nicht reguliert. Alles. Wie bitte? Sehen Sie, Sie sind nicht reguliert. Naja, wie kommen Sie denn darauf? Naja, Sie können ja nicht mal irgendwie was sagen. Naja, kann ich schon. Mache ich aber nicht. Naja, so wie Betrüger halt arbeiten, ne? Genau. Nur weil Sie irgendwie nicht imstande dazu sind, ein Unternehmen genau unter die Lupe zu nehmen, kann ich leider nichts dafür, ja, und dementsprechend tut ja, mir das ich auch hab euch ja unter die Lupe. Ich habe euch ja unter die Lupe genommen und rausgefunden, dass ihr Scammer seid. Ach so, okay, genau. Ich weiß ja nicht, wo sie ihr Geld verloren haben, bei uns auf jeden Fall nicht. Tja, also ich habe definitiv gar kein Geld verloren, weil ich bei sowas nicht Geld eingezahlt habe. Das, tja, aber was sie hier schon wieder macht, sie sagt, sie sind reguliert, aber sie sagt mir nicht wo, weil ich bin ja jetzt der böse Kunde und da muss man das ja nicht sagen. Naja, solche Fragen nach Regulierungen sind ja genau für solche Kunden und die Regulierungen sind ja auch grundsätzlich überhaupt erst entstanden für Kunden, die nachdenken. Also, was will sie jetzt hier eigentlich sagen? Im Grunde genommen gibt sie zu, dass sie Betrügerin ist, weil sie hat ja keine Lust jetzt mehr mit mir zu reden. Ja, warum sollte sie denn nicht mit mir reden? Tja, ich meine, jetzt hätte sie die Chance, mich davon zu überzeugen, dass es kein Abzockerladen ist. Tut sie aber nicht. Sie gibt sich ja nicht mal Mühe. Also nicht mal ein bisschen. Naja, und das Kranke an der Geschichte ist das Gespräch, das geht hier tatsächlich noch ein klein bisschen weiter. Ich habe gar kein Geld verloren. Ich verdiene Geld mit dir. Ach so, und wie? Mit YouTube-Werbeeinnahmen. Wow, da kommen sie ja weit. Uiuiui. Naja, weiter als ich bei euch Geld einzahle. Was wissen Sie denn?
Na, mehr als ihr wahrscheinlich. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Also dem Anschein ist mir nicht. Ja, doch. Das bezweifle ich stark. Aber ich finde, du solltest dich was schämen, so eine Arbeit zu machen. Sie sollten sie sich nicht schämen? Nicht so ein bisschen? Nee, also, weil ich sorge dafür, dass keiner mehr bei euch Geld einzahlt. Nur weil sie Geld verloren haben auf dem Finanzmarkt, was hab ich ja nicht. Auch möglich ist. Das ist ja eine Mutmaßung, die stimmt ja nicht. Okay, und wie können Sie denn sagen, dass wir Betrüger sind? Ja, indem ich Recherche betreibe. Also, das fängt ja schon damit an. Das fängt ja schon damit an, dass ihr ohne Double Opt-in anruft. Wie bitte? Ich sagte, das fängt ja schon damit an, dass ihr ohne Double Opt-in anruft. Ohne was? Tja, genau das sollte man wissen, wenn man in einem Callcenter arbeitet. Ein Double Opt-in bestätigt, dass die Rufnummer auch wirklich meine Rufnummer ist. Sonst könnte ich die Telefonnummer von meinem Nachbarn, von meiner, was weiß ich, eintragen, von jedem anderen, und das ist in Deutschland illegal. Das heißt, wenn ich eine Telefonnummer in irgendein System eintrage, scheißegal welches, muss ich einen automatischen Rückruf bekommen, wo mir ein PIN-Code durchgesagt wird, um zu bestätigen, dass die Rufnummer auch mir gehört. Datenschutzgrundverordnung. Herr Lausenbengel. Sie haben doch Ihre Rufnummer selber eingetragen. Und Sie haben sich doch selbstständig hier angemeldet. Ja, trotzdem macht ihr euch ja da strafbar damit, wenn ihr keinen Double Opt-in abtragt. Haken geklickt, dass wir Sie anrufen. So einen Haken gab's gar nicht. Doch, so einen Haken gab's. Dann nee, sollen Sie sich so einen die Haken Werbung gab's. Besser ja, anschauen, ja, hab ich analysiert. Du kannst dich nicht rausreden. Es ist illegal, was ihr da macht. Es ist nicht illegal, was wir machen. Natürlich. Dann informieren Sie sich besser. Ja, ich habe mich informiert und ich lade jeden Tag ein neues Video hoch damit. Jeden Tag. Viel Spaß dabei bei Ihrer Arbeitslosigkeit. Suchen Sie sich einen Job, wo das Sie vielleicht... Das ist ja keine Arbeitslosigkeit. Ich verdiene ja damit Geld, also ist es dementsprechend auch ein Job. Dann werden Sie vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen. Naja, schönen Tag noch. Ah, so macht man sich dann aus dem Staub, so als Betrüger, ohne Argumente. Ah ja. Ich habe Argumente, ich bin kein Betrüger. Doch, ihr seid Betrüger. Sie haben einfach nur Langeweile. Nee, ihr seid Betrüger. Du machst mich an, das ist mir sowas kein von Problem. Egal. Mach. Meine Pippi, das heißt, du kommst aus Berlin. Pippi. Du kommst aus Berlin, ich bin nicht deine Pippi. Doch, du bist Guck meine Pippi. Ob du eine Pippi findest. Doch, du bist eine Betrüger-Pippi. Betrüger-Pippi. Ich kann mich nur kaputt lachen über deine Dummheit. Schönen Tag noch. Ja, so machen das halt die Betrüger. Und dann war die Betrüger-Pippi weg. Tja, so ist es halt. Aber was will man von denen auch großartig erwarten? Vernünftige Argumente hat sie hier in der Tat kein Stück geliefert. Naja, wie immer. Lassen wir das Ganze mal so stehen. Ich hoffe, ihr fallt auf so einen Kram nicht rein. Ich hoffe, niemand aus eurem Umfeld fällt auf so einen Kram rein. Es ist einfach nur dramatisch. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, ich meine, die hier, die war ja meines Erachtens nach deutsch. Oder zumindest lebt die hier in Deutschland. Einfach nur traurig, dass sowas am Telefon sitzt und die Leute verarscht. Tja. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren wahnsinnigen Telefonaten. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.